Heute gibt es Mystisches für zu Hause. In wilden Zeiten ist es ja manchmal nicht so einfach zu meditieren. Und da gibt es eben so ein paar mystische Tricks, wie man zu Hause leichter meditieren kann. Das hast du zwar bestimmt schon gehört, aber ich möchte es trotzdem nochmal erzählen, weil mir das so klar geworden ist, wie wichtig das eigentlich ist. Und wir werden es heute dann auch üben, diese Mystik tatsächlich umzusetzen. Und zwar geht es darum, immer am gleichen Ort zu meditieren. Das ist eine Tempelweisheit. Deswegen sind Tempel erschaffen worden oder Kirchen. Wenn du in eine Kirche gehst, dann fühlst du da eine bestimmte Energie. Und wenn du in einen Tempel gehst, in eine Moschee zum Beispiel, dann ist da wieder irgendwas ganz anderes. Das ist dieser Klang. Da ist eine Schwingung, die so ganz speziell ist. Und diese Schwingung, so eine Schwingung, die nur was mit dir zu tun hat und mit deiner Bewusstheit, kannst du auch zu Hause bekommen, indem du dir einen Platz suchst, in dem du ungestört meditieren kannst oder still sein kannst. Und zwar sollte es immer der gleiche Platz sein. Jetzt hatte ja nicht jeder ein Schloss zu Hause mit so vielen Zimmern. Deswegen habe ich mich zum Beispiel auf mein Bett gesetzt. Was ich sagen will, finde einen Platz, den du hauptsächlich zur Meditation nutzt. Und am besten meditiere dort täglich und zwar immer zur gleichen Zeit. Es kommt jetzt nicht so sehr darauf an, dass du da lange meditierst, aber einfach, dass du immer wieder hingehst und sozusagen deine Energie immer wieder eingibst in diesen Ort. Und dann nach und nach fängt dieser Ort an, deine Schwingung von Bewusstheit zu halten. Man kann das übrigens auch mit einer Robe machen, also mit einem Gewand, mit einem Kleid oder mit einem Pullover oder mit einem Schal. Der füllt sich auch mit der Zeit immer mehr mit deiner Bewusstheit auf. Und das Spannende ist, so sagen die indischen Mystiker, das Spannende ist, dass dich nach kurzer Zeit der Platz plötzlich rufen wird. Wenn der nämlich aufgefüllt ist, da besteht eben dann eine Verbindung. Und nach einiger Zeit, wenn der Platz aufgeladen ist, dann fängt er an, dich aufzufordern zu meditieren. Probier's aus. Dann schauen wir weiter. Also es ist sinnvoll, immer den gleichen Ort und immer zur gleichen Zeit zu meditieren. Jetzt ist aber die Frage, wie lädt man diesen Platz am besten auf? Und das werden wir heute üben. Diesen Klang von Bewusstheit. Wie bringst du den an diesen Platz? In dich einmal, nach außen mehr und mehr, sich ausdehnend, in die Kleidung und eben auf diesen Platz. Und das werden wir mit einer Meditationstechnik machen in drei Phasen. Die erste Phase ist wieder hier ankommen und du sitzt dann eben auf deinem Platz und bist erstmal hier. Vergisst alles, was vorher war, was nachher sein wird und bist einfach nur hier. Und dann fängst du an, deinen eigenen Namen zu flüstern. Und zwar schon so, dass du ihn hörst, aber flüsterst. Das Besondere am eigenen Namen ist, dass du dadurch, durch deinen Namen, in der Tiefe berührt wirst. Du kannst sonst wo sein, irgendwas machen, wenn jemand deinen Namen ruft, bist du immer sofort wach und hörst ihn. Und das wird hier zunutze gemacht. Du flüsterst deinen eigenen Namen und wirst immer leiser und leiser und leiser mit der Zeit und dehnst das, was dann übrig bleibt, diese Bewusstheit von sich selber, dieses Innensein, diese Entspannung, die dehnst du immer mehr aus. Das ist dein Klang. Das ist der Klang, der den Raum erfüllen soll. Und in der dritten Phase sitzen wir dann einfach genussvoll in diesem Raum von Bewusstheit. Und noch ein Tipp. Wenn du einen Platz hast, an dem du gerne meditierst, dann lass niemanden anderen dort sitzen. Weil das ist deine Energie. Und wenn derjenige herkommt, der bringt eben seine und das ist eine gewisse Störung. Also versuche dir einen Platz zu suchen, den du für dich so privat halten kannst. Setz dich aufrecht hin, sitze bequem an deinem Lieblingsplatz
und schließe die Augen. Nimm einen tiefen Atemzug in deinen Bauch und beim Ausatmen lass los. Lass alles gehen, was vorher war. Und wenn du irgendwie damit beschäftigt bist, was nachher kommt, lass auch das gehen. Du bist jetzt hier zu Hause, an deinem persönlichen Platz. An diesem Platz, der mit dir schwingt, der dich glücklich macht, allein dadurch, dass du da sitzt, in Bewusstheit. Atme langsam und aufmerksam durch die Nase in den Bauch. Fühle dich zu Hause. Entspanne die Hände und die Schultern, die Augen und die Gesichtsmuskeln. Und wenn es noch einen Ort gibt, der nicht entspannt ist, aber loslassen möchte, dann sprich mit ihm. Es mögen Gedanken sein oder Verspannungen. Sag ihnen, sie können jetzt loslassen. Sie werden nicht gebraucht. Du bist da. Entspannt. Zu Hause. Nimm dich wahr, wie du jetzt bist, wie du dich anfühlst. Und während du mehr und mehr entspannst, beginne in deiner eigenen Geschwindigkeit deinen eigenen Namen zu flüstern. Flüstere ihn ein paar Mal und werde dabei leiser und leiser, bis die Töne völlig verschwunden sind und nur noch ein stiller, feiner Klang übrig bleibt. Das ist der Klang von deiner Bewusstheit. Und wenn du jetzt mehr und mehr nach innen fällst, deine eigene Bewusstheit mehr und mehr wahrnimmst, innen, in deinem Körper,
dann lass sie auch nach und nach sich ausdehnen, durch deine Zellen hindurch. Lass sie den Raum durchdringen, in dem du gerade sitzt. Deine Schwingung umgibt dich wie ein Klang. Lass sie größer und größer werden. Du tust nichts, du nimmst nur wahr, wie sich deine Bewusstheit mehr und mehr verfeinert, intimer wird, sensibler. Und jetzt sitze noch ein paar Minuten in dieser Wärme, in dieser Nahrung, in dieser Stille. Fülle deinen Lieblingsmeditationsplatz regelmäßig mit meditativer Bewusstheit auf.
mit deinem Klang. Lass diesen Platz mit dir schwingen. Und wenn du das regelmäßig täglich tust, nur für ein paar Minuten, dann wird dich der Platz eines Tages rufen. Und wenn du jetzt langsam wieder zurückkommst, deinen Tempel verlässt, behalte dir diese Erfahrung von liebevollem Zuhause. Behalte sie in deinen Knochen und nimm sie mit. Wenn du jetzt deine Beine bewegst, deine Arme, deinen Oberkörper und deinen Kopf und in deiner eigenen Geschwindigkeit die Augen öffnest.